Misha ist eine koreanische Kosmetikmarke, die es jetzt seit 2013 auch in Deutschland gibt, seit Juli auch ein Store in München. Unsere Kosmetik ist besonders wirkungsvoll, die Qualität ist wirklich super, bei gar nicht so teuren Preisen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Wir sind tierversuchsfrei, wir legen ganz viel Wert auf Forschung, dass da ständig neue Inhaltsstoffe reinkommen, die für die Haut besonders gut verträglich sind und natürlich auch besonders schön machen. Korea hat auch immer die neuesten Beauty-Highlights. Sie sind da immer sehr fix, was die Entwicklung angeht, sei es dekorative Kosmetik oder auch Hautpflege. Die ganzen, ja, das ist quasi das Beauty-Mekka, von wo die ganze Welt abschaut. Und es ist wirklich alles dabei und die einzelnen Serien lassen sich auch wunderbar untereinander mischen. Also es ist alles toll aufeinander abgestimmt und man findet einfach mit jeder Haut die richtige Pflege. 3 der 12 TZ Wiesenmadel-Finalistinnen durften sich von Misha wiesengerecht stylen lassen. Genau, wir haben sie heute geschminkt im neuen Herbstlook. Ganz angesagt, diesen Herbst sind erdige Brauntöne, sind Goldtöne. Auf ihren Lidern hat sie auch ein bisschen einen pflaumenfarbenen Kajal drauf. Eine schöne Wimperntusche natürlich, immer ganz toll, das öffnet den Blick. Also ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden und das Wichtigste ist, ich fühle mich sehr wohl mit dem Look, ist nicht zu viel, es wirkt elegant und ich bin perfekt für die Wiesen vorbereitet. Mir gefällt an dem Look besonders, weil die Augen so schön betont sind, schön diesen Braun, es bringt gleich mit die Augen viel mehr zum Strahlen und der Lippenstift finde ich auch ganz toll und die Haare würde man nie selber so hinbekommen, diese schön eingeflochten mit den Locken, gefällt mir sehr gut. Natürlich auf der Wiesn wie immer ganz berühmt Flechtelemente in den Haaren und wie man bei unseren drei wunderschönen Damen sehen kann, ist Flechten nicht gleich Flechten. Für jede Haarstruktur, für jede Haarlänge haben wir ja unterschiedliche Looks kreieren können, egal ob die Haare glatt sind oder ein bisschen welliger gemacht wurden. Sieht überall unterschiedlich aus, aber trotzdem frisch und passt zur Wiesn, passt zum Outfit. Also genau, das haben wir hier heute ganz gut zeigen können.